So, hallo YouTube. Es gibt eine Videoantwort für MS Bricktop 80. Hallo Mario. Ich möchte mich an deinem Giveaway beteiligen. Und zwar sollen wir ja unser aktuelles EDC mal zeigen. Was ich auf jeden Fall immer dabei habe, das wechselt auch nicht, ist mein, Moment, ich setze mich mal hin, mein Schlüsselbund. Moment. Daran hängt das Spyderco Grasshopper. Das ist das größte aus der kleinen Serie. Ein relativ großes Schlüsselbundmesser, aber damit kann man eben was anfangen auch. Kein so ein Spielzeug. Und was auch immer dran hängt, ist vom Bürger Plus das Vox-Tool aus Titan. Das ist so ein kleiner Hebel. Den setze ich überall da an, wo das kleine Taschenmesserchen abbrechen würde. Das ist sehr nützlich und das ist also immer dabei. Als normales Taschenmesser habe ich oft das Excalibur 2 von Bürger Plus dabei. Das bietet für das Geld, das es kostet, also weniger als 100 Euro, ziemlich viel Material. Und zwar ist das Innenleben und der Clip aus Titan. Und die Klinge ist aus 440T Stahl, ist sehr leicht und ist ein Zweihandmesser. Ich habe nicht viel Zweihandmesser, aber das ist eins. Und es lässt sich trotzdem mit einer Hand öffnen, wenn es sein muss. Und das ist also auch eine echte Kaufempfehlung. Vor allem, wenn es was Kleineres, Leichteres sein soll, kriegt mir hier einiges geboten. Der Clip lässt sich auch umsetzen. Ich habe es aber so gewählt. Und ja, also ist auch von der Größe her so, passt in meiner Hand gut rein. Okay. Ja, das ist mein EDC, das auf jeden Fall immer dabei ist. Das Taschenmesser wechselt auch mal. Kommt auch mal ein Benchmade 710, habe ich auch oft dabei, ist ein bisschen größer und schwerer. Oder ansonsten halt, wenn mal was Neues reinkommt, nehme ich das auch mal mit. Aber der Schlüsselbund, da fehlt jetzt der Autoschlüssel, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, da mache ich den ab. Ich möchte immer möglichst leicht haben und was nicht so viel in der Tasche stört, nehme ich nur das Notwendigste mit. Okay, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg mit deinem Kanal und bis zum nächsten Mal.